Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 4. Ja, während der letzten Aufnahme hat sich ein bisschen was verändert, wie ihr schon hier an der Waffe sehen könnt. Und zwar habe ich mit einem Kumpel die Koop ein bisschen im Koop gezockt. Zwar auf seiner Map, aber wir haben zusammen hier in der Herstellung ein paar Tierfälle gefarmt sozusagen. Okay, das hier brauchen wir noch. Denn das wollte ich sowieso nicht in der Aufnahme machen, da das alles ein bisschen langatmig und langweilig sein kann. Und ja, darum würde ich sagen, was können wir denn jetzt machen? Was machen wir denn? Gibt es da irgendwo eine nächste Mission? Haus der Geld. Jo, gehen wir mal zu Yogi und Reggie. Und zwar reisen wir dann hier schnell. Yes. Okay. Na, mal sehen, was Yogi und Reggie uns zu sagen haben. Die zwei miesen Typen. Diese Haulunken. Sabel ist ein frommer Anhänger des leeren Kyros. Ja, ja. Und es lädt wieder ewig lange. Longus schenkt dir Waffen, okay. Paul Harmon ist Kyrat besser. Okay. Ja, bla bla. Okay, jetzt gucken wir mal kurz in den Waffenschrank. Denn ich habe nämlich fast kein Geld mehr. Wie man hier sieht. Und ich kenne jetzt die Schnellverkauffunktion. Okay, ich habe nichts zum Verkaufen. Auch gut. Okay. Na dann. Gucken wir mal auf die Map. So, brauchen wir das Fahrzeug hier. Da bewegen wir uns. Ja, ja, habe ich. Habe ich schon bewiesen. Gehen wir gleich mal zu dem Fahrzeug. Ach, das ist da drüben. Hä? Okay. Hui. Ab ins Wasser. Na, schwimm ein bisschen schneller jetzt. Sehr gut. Na komm, lauf. Lauf, Schlampe! So. Okay, wo ist jetzt das Fahrzeug? Hallo, Fahrzeug? Ach. Bewegt sich das? Nee. What the fuck? Oh. Nee, da oben steht's. Komm ich hier nicht hin? What the fuck? Oh, oh, da will ich nicht runter. Ich komme nicht dran? Nein. Wie komme ich da jetzt rauf? Oder ist das ein Tunnel? Ein Tunnel. Geht ja schon wieder gut los hier. Ach, scheiße. What a bullshit. Ich laufe wieder da entlang. Weil ich das Auto haben will. Was haben wir eigentlich für Fähigkeitspunkte? Wir haben 9 Punkte. Okay. Hier haben wir alles so ziemlich. Berge versetzen. Die leichten, schweren MG oder Flammenwerfer schützen können jetzt mit F bewegt werden. Das bringt mir ja sehr viel. Du erleidest weniger Schaden beim Fallen. Okay. Was ist das? Jongleur. Das Nachladen geht nun bei... Nachladen. Nachladen geht nun bei allen Waffen schneller. Befindest du dich hinter einer Deckung, drücke F, um einen Gegner leise auszuschalten. Okay. Gelernt. Und das hier. So. Jetzt haben wir sowieso nichts mehr frei. Außer das und das. Das ich aber noch nicht tun kann. Okay. Wieso komme ich hier nicht hoch? Machen wir es eben so. Wir müssen zu Yogi und Reggie. Und auf dem Weg dahin werden wir sicher irgendwo ein Fahrzeug finden. Irgendwo wird schon was rumfahren. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
Oh, ein Karma-Ereignis. Na, dann helfen wir doch. Für König Mien! Für König Mien. So. Nein, nicht Waffe wechseln. Ich finde die schwere MG ja richtig geil, wa? Nö. Wo ist der andere? Ah, da. Gib mir dein Zeug. Karma Level 4 haben wir schon. Ja, was denn? Oh. Ah, 4500. Dankeschön. Vorsicht, ein Adler greift an! Oh. Ich sehe nichts. Ihr wollt mich doch hier alle verarschen. Was liegt denn hier? Oh. Was hast du denn da erlegt? Verpiss dich. Lass mich in Ruhe. So. Schön die Sachen mitnehmen. Ist alles ein bisschen Gold wert. Okay, dann auf zu Yogi und Reggie. Reggie. Reggie meine ich natürlich. Oh, ein Gyrokopter. Ein Gyrokopter, da steht er. Ja, geil. Sehr schön. So. Oh. Okay. Noch 500 Meter auf der Map sieht das viel weniger aus. Aber okay. Ist ja egal, wa? Nochmal auf die Map gucken. Das sieht echt viel weniger aus. Na gut. 350 und 320. Oh, da war wohl ein Baum. Ein bisschen das Haus bombardieren. Treffer. Oh, 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 oh. So, schön auf dem Zaun gelandet. Au. Cool. Ah, okay. Gut. Na. Mal sehen, was die uns zu sagen haben. Ich lebe noch, Schweine! Warte, mein Freund! Ich weiß von dem Donald Lügel, was er getan hat, aber wir haben keine Wahl! Ja, keine Wahl! Und ich bin Yogi, du Sack! Ich würde euch trotzdem gern töten. Hör mal, ich verstehe, wenn du Reggie ein neues Loch machen willst. Wir sitzen in diesem Scheißland fest, wie du, okay? Die haben unsere Pässe und zwingen uns, Leute zu verarschen! Wie dich! Und nach Indien können wir auch nicht zurück, nach dieser Sache mit der Kuh. Kühe? Ja, Kühe. Oh, so viel Kühe. Wir haben schon 10 Millionen Hits auf YouTube, klar. Echt jetzt? Ja, es war... Guck mal, guck. Wir dachten nur, wollte bloß reden. Wir hätten nie gedacht, dass sie dich nackt in die Arena werfen würde. Doch, natürlich. Du hast doch gegen ihn gewettet. Ich habe nur technisch gesehen gegen ihn gewettet. Ich wollte meine Wetten etwas streuen, alter Däne. Ihr meint Schwede. Ich dagegen... Hab dir vertraut. Hab auf dich gesetzt, Freund. Siehst du an? Aha. Und das teile ich natürlich gern mit dir. 60-40. 40-60? 30-70. Ist alles meins. Na gut, nimm einfach alles. Hast es dir verdient. Dankeschön. Wenn du mit wehender Fahne kämpfen musstest. Oh, sehr beeindruckend. Seine Fahne? Sein Kampfstil, du Depp. Das verfolgt Gladiator. Ich würde sagen voll 300. Ihr zwei haut jetzt ab. Raus aus meinem Haus. Ich ziehe hier wieder ein. Und legt ihr euch noch einmal mit mir an? Dann erschießen wir Donald? Ich bin Yogi. Tütchen? Raus. Klar. Uns eine Sekunde zu packen. Ja, wir sind Nestbauer. Ist etwas unordentlich. Verpisst euch jetzt. Alter. Was war hier drin? Keiner von diesen Tankers? Ja, Schlauberger. Was ist damit passiert? Nun, das ist eine tolle Geschichte. Ja, Drogen, Intrigen, Gefahr, alles drin. Gib mir einfach die Kurzfassung. Fein, Kurzfassung. Angekommen in Kyrat. Frisch vom Boot sozusagen. Alter. Neugierig auf die örtliche Selbstanbauerszene. Sehr neugierig. Wir wurden nicht enttäuscht. Nee, nicht im geringsten. Es war ein netter alter Guru, der uns die Glubschaugen öffnete. Genau.
An dem Tag hatten wir ein Kräuter-Nirvana erreicht, wie noch niemals zuvor. Und als wir gehen wollten, fragten wir den Guru, wo er den Stoff herkriegt. Und dann erfuhren wir von Shangri-La. Shangri-La. Sozusagen der Geist des alten Kyrat. Des alten Kyrat. Eigentlich ist es eher ein Geist, den es nie gab, so wie Schrödingers Katze. Schrödingers Kyrat? Leute. The fuck? Die Kurzfassung, ja? Gut, ja? Zurück zum Thema. Der Guru sagte, dass er in diesem besagten Land war und dort ein paar Blüten probiert hätte. Und ermöglicht hat ihm das ein mystischer alter Tanker, der immer an dieser Wand dort hing. Und wo ist er jetzt? Von unbekannten Personen zerrissen und in ganz Kyrat verstreut. Doch, das war noch nicht das Ende. Der Alte verkaufte uns eine Karte. Ja. Sie führte zu einer Höhle nicht weit von hier. Richtig, mit einer furchterregenden Tür. Ja, sehr sogar. Und obwohl wir der Sache gern nachgegangen wären, war die Tür ganz deutlich von der Zutritt verboten Bauart. Und was wurde aus der Karte? Ich glaube, wir haben uns damit eine Tüte gedreht, aber keine Angst. Du findest die Höhle auch so. Geh einfach nach Westen. Ja, genau. Wenn du eine Tür mit einer hässlichen Fratze siehst, weißt du, dass du richtig bist. Oh, und bring uns ein paar Blüten mit, ja? Ich hoffe, die sind bis dahin raus aus meiner Hütte. Miesen Penner. Und 20.000, ui! Okay, die Ankunft des Beschützers. Ich muss in den Westen. Oh je. Oh je. 1000 Meter. 1000 fucking Meter. Kann ich da nicht schnell reisen oder so? Muss ich denn hin? Hier hin. Ja, da könnte ich sogar schnell reisen. Aber nee, ich möchte fliegen. Und mir hier ein bisschen die Landschaft ansehen. Oh, da kann man auch hochklettern. Jetzt kommt eine Granate hin. Boom. Oh. Das sieht man nicht. Schade, schade, Schokolade. Was steht denn da? Okay. Jo, noch 550 Meter. Ja, sind wir ja gleich da. Gleich mal den Landeanflug. So. Okay. Sehr schön. Na, mal sehen, was da jetzt ist. Eine Höhle mit einer Fratze. Eine Tür mit einer Fratze drauf. Oh, 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 oh. Nee, 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 nee. Au! Ihr miesen Wichser. So. Nicht mit mir, Freunde. Ach, da ist er. Jetzt ist er tot. Was ist das jetzt? Das sind hier noch welche. Nö. Okay. So, erstmal hier durchsuchen. Okay. Verpiss dich! Mieser Wichser! Mann, oh Mann. Sind da noch welche drin? Wahrscheinlich schon. Die hole ich da jetzt alle raus. Hier lag doch noch irgendwo einer, oder? Nö. Na. Kalinax Weisheit. Okay. Erstmal looten. Das Wasser? Ah. Okay. Au.
Oh, das Wasser. Water. Okay. Ja, ist auf jeden Fall eine coole Höhle. Muss ich mal zugeben. Wo muss ich überhaupt hin? Da bin ich hergekommen, oder? Nö. Da oben. Nee, hä? Ach, scheiß drauf. Hier erstmal hoch. So. Zieh dich hoch. Was sind das für komische Geräusche hier drin? Ach, sind offen. Okay. Schöne liebe Affen. So. Ah, da oben sitzt er. Da könnte ich hoch. Okay, gehen wir mal da hoch. So. Jawohl. Jetzt sind wir auf der anderen Seite der Tür. Hallo, liebe Affen. Ist der jetzt echt ernsthaft runtergefallen? Okay. Oh Mann. What the fuck einfach. Was wollen die Affen hier eigentlich? Oh. Oh, was haben wir denn hier? Cool. Shangri-La. What? Haben wir jetzt eine Eingebung oder wie? What the fuck? Wo sind wir denn jetzt? Okay. मैंने नीचे खाटी में देखा और मुझे लगा कि मैं पहुंच गया हूं. Ich war am Ziel. Was मुझे कूदना था. Springen. Nö. Ich möchte mich hier erstmal ein bisschen umsehen. Wo bin ich überhaupt hergekommen? Von da oben scheinbar. Da komme ich nicht mehr zurück. Nicht mehr zurück. Okay, ich muss nur noch springen. Okay. Und los geht's. Und juhu. What the fuck? Mein Jawan war. Kriti Raja ke Yodha ke Roop mein meine sirf abhi apna naam kamaya tha. Kalinag. Mujhe Raja ke Rakshak ke Roop mein pratikshit kiya gaya tha. Lekin mujhe thode alag hi kaam ke liye chuna gaya. Mujhe bheja tha. धरती के स्वर्ग शैंग्रीला को ढूंढने के लिए आपका टांका असंभव को कैसे दिखा सकता है इस स्वर्ग का गवाह बनने का सिर्फ एक ही रास्ता है इसमें रहना What the fuck? Was ist das hier? यहां तक मेरा रास्ता लंबा और कठिन रहा मैंने बहुत कुछ देखा किया लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी और के साथ कभी ना हो Okay. लेकिन मैं मूर्ख था जो सोचता था कि स्वर्ग दुखों से मुक्त होता है das soll ein Paradies sein? Alter, das sieht aber richtig geil aus. What? Ah, es läuft weg, okay. Na gut, dann lauf mal. Oh, was war das? Kerzen, okay. Schicke Insel. Was steht hier? Was ist das? Das ist ein Tiger, oder? Ein Weißer. Der von einem Pfeil getroffen war.
Ein Beschützer. Okay. Alter, schöner Tiger. Oh. Oh. Vom Zahn einer riesigen Bestie. Okay. Erkunde Shangri-La. Ach, bin ich jetzt zugekifft oder wie? Okay. Ich verstehe kein Wort, was der sagt. Ich kann es nur erahnen und lesen. Oh, oh, oh. Okay. Ein blutiger Wasserfall. Shit. What the fuck? Oh, 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 wo ist er? Shaitano ne Shangri-La par akraman kiya. Is dharti ki nahi, saaf man ki nahi. Koi khud ya koi cheez apne liye Shangri-La ko churana chahti thi. What the fuck? Bisschen krank oder wie? Alter, sieht das hier krass aus. Schönes Gras. Schön in Rot. Checkpoint. Oh, shit. Jawohl. Der Tiger rettet mich. Hallo, kleiner Tiger. Sher Mord ke Muh se laut aaya. Meri Zindagi bachane ke liye nahi, balki ek Sahyogi bane ke liye. Ah, wir sind der Verbündete. Shangri-La, der Tiger. Ziele auf einen Gegner und drücke mittlere Maustaste, um das Ziel zu, um ihm als Ziel zu markieren. Der Tiger wird dieses Ziel angreifen. Der Tiger kann Feinde wittern und wird dann auf, für diese unsichtbar. Okay, dann würde ich sagen, was das aber jetzt mit dieser Folge. Ich bedanke mich vielmals wieder fürs Einschalten und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei, wenn wir Shangri-La weiter erkunden, mit dem Tiger zusammen. Haut rein und ciao.